Willkommen zurück zu BOW BFA. Davon ist die Allianz. Ja, genau. Davon ist die Sunny, meine ich. Die auch Allianz ist. Zu mythischer Musik. Mythischer Musik, genau. Sehr passender Schnitt, würde ich sagen. Heute wird geschnetzelt. Aber ist nicht ganz so mythisch, wie es eigentlich hier aussieht. Deswegen, ja. Doch, ist es. Setzen wir uns trotzdem immer durch. Angriff! Achso, wir müssen ja die Säcke hier auch noch einsammeln. Stimmt, da war ja was. Okay. Töten, sammeln, schnetzeln. Sammeln, schnetzeln, töten. Das will ich machen. HT! Könnt ihr jetzt eigentlich einen coolen Fact nennen, aber ich weiß gerade nicht, ob ich es getan habe. Theoretisch würdest du dich wahrscheinlich auch nicht dran erinnern, aber gut, du hast ja eine ganze Zeit lang auf Lich King Privatserver gespielt. Da müsstest du das eigentlich kennen. Aber ich möchte das erstmal nicht vorwegnehmen. Aha. Falls wir so weit kommen sollten. Aha. Im Let's Play. Aha. Jetzt bin ich wieder verwirrt. Ja, ich weiß. Das ist gut. Ich brauche einen. Er hat es wieder mal geschafft. Erstmal einen Spalter. Nur deswegen. Eine Sequenz oder was? Nicht direkt Sequenz, nämlich den Begleiter, den wir uns gerade daneben haben. Geht um diesen Begleiter. Aha. Okay, da bin ich wahrscheinlich wieder. Habe ich keine Ahnung von. Da du ja Lich King gespielt hast, müsstest du es eigentlich wissen. Vielleicht auch nicht. Ich will erstmal nicht weiter großartig darüber erzählen. Ja, dann sag das doch nicht einfach so. Ich weiß. Also wirklich. Was gibt's denn bei dir heute zum Abendessen? Was habe ich denn heute noch? Ich habe im Kühlschrank habe ich noch ein paar Käsewiener. Was habe ich noch? Ich muss kurz überlegen. Ich glaube noch ein, zwei Hamburger. Du machst Sachen. Ja, und in meiner Tiefkühl-Dings habe ich auch noch die Frikadellen-Nudelpfanne. Und was ist mit deinem Schnitzel? Das habe ich gestern verputzt. Ich meine das Schnitzel, was du gekauft hast. Das habe ich gestern verputzt. Und das andere? Sonntag, oder was? Habe ich Sonntag verputzt. Der wird nochmal zum Schnitzel. Samstagsschnitzel, Sonntagsschnitzel, Montagsschnitzel. Deswegen heißt es ja dahin Schnitzel. Was der eine mit Schnitzel macht, macht die andere mit Bockwurst. Ich gehe nicht näher drauf ein. Ich bin nur von Verrückten umgeben. Du bist verrückt. Also irgendwie müssen wir hier mal weg, sonst kommen wir hier nicht weg. Ich warte nur auf dich, dass wir irgendwie mal woanders hingehen können. Außerdem müssen wir noch ein paar Kanonen zerstören. Was für eine Zerstörung. Für Dalens Tor gab es nicht den Hauch einer Chance. Geil. Wenn Azerith eine solche Zerstörungskraft hat, wird nicht einmal das große Tor von Boralus ihn standhalten können. EP-Punkte. Es ist Zeit, Feuer mit Feuer zu bekämpfen. Lasst uns eins ihrer Schiffe nach diesen Azerith-Bomben durchsuchen. Und du? Was? Ich bin Level Up, 112. Ja, ich nicht. Siehst du mal, beim letzten Mal warst du noch Level Up vor mir. Ich muss ja, hast du auch Kräuter gesammelt, kleiner Hacker. Dann nennt man mich auch Hexan. Mit X. So, jetzt aber, davon haben wir nämlich einen Rahmen ab und da können wir gleich noch 1, 2, 3, 4 Kanonen zerstören. Endlich schafft man das hier unbeschadet, das wäre schön. Dexter klaut uns die Kanonen, kann ja nicht sein.
So, wir müssen die ja selber aktivieren. Das ist doof. So, Katze, schleichen. Jetzt nehme ich der Rahmen. Da ist er. Wie jetzt? Rahmen. Hier hinten? Da war ich noch gar nicht so weit. Ich wollte die Kanonen machen. Mama. Yeah, los geht's. Schaden. Du hast einen Schaden. Und? Im Gegensatz zu dir gebe ich es auch zu. Vielleicht. Nicht vielleicht. Und wie viel Schaden mache ich? Gleich mal gucken. Boah, sieht das gut aus. 2956. Aber bei mir steht plus 2,9k. Und bei mir sind es 2009. Nee. 2009? Ja, 2009. Ich habe 2,9 gemacht. Also knapp 3. Nein, bei mir 2009. Bei dir 2956. Bei mir bist du bei 1,3 bloß. Warum, ja, warum? Dein tolles Addon macht mich noch schlechter, als ich bin. Finde ich nicht okay. Die heulen. Was? Die heulen. Nein, Mann. Doch, Mann. Wir müssen aufs Schiff, stimmt ja. Hier für eine Fische Spurschnapper. Dieser Fisch ist frisch. Nein, der ist niemals frisch. Doch, der ist frisch. Der ist niemals frisch. Und dann geht die Dorfklopperei los. Ich glaube, das sind genug. Dann runter vom Schiff und lasst uns sie ausprobieren. Gleich. Erstmal. Dem Fuchs Ops. Brennen. Hä? Den Fuchs den die Augen ausbrennen. Das muss doch blenden wie Sau. Bombe. Jetzt. Das für dich gezählt? Gebt's ihnen. Steuert eine verheerte Azeritbombe. Hey, schmeißen! Hexe an die Luft jagen. Wir werden ein Boot brauchen, um ihr nächstes Schiff unten zu erreichen. Batch, batch. In Landungsboot eingestiegen. Aber links von uns. Verdammt, da war ich wieder zu schnell. Ich wollte eigentlich schleichen. Ach, Sunny, was mache ich was mit dir? Nichts Produktives hoffentlich. Merkt er schon. So, schleichen. Du schleichst nicht. Was war denn du wieder? Wahrscheinlich zu nah am Feuer gewesen. Rausgekommen. Ich habe den Schwanz verbrannt. Das läuft heute ja richtig gut, würde ich sagen. So richtig gut halt. Apropos. Hä? Hast du das Rennen von Brösel mitgeguckt? Nö. Nicht? Nö. Der hat den Holgi voll abgezogen, du. Bin ja begeistert. Ja, finde ich auch gut, du. Ne? Und so. Ja, das muss man ja hier mal erwähnen. Hallo, wir sind hier. Ich hab's nicht gesehen. Ich weiß, und deswegen ja muss man das ja mal hier erwähnen in dem Let's Play, weil bei Horde kann ich das ja nicht machen. Das ist ja nichts Moin Moin mäßiges, ne? Also für alle, die das nicht kennen, ja, Schande über euer Haupt. Ja, alles klar. Los! Hä? Hä? Wie ja, alles klar. Ja, ja, wegen deinem Moin Moin. Ich hab's verstanden. Naja. Naja. Wir sollten das nächste Schiff besser aus der Luft angreifen. Seid ihr dabei? Oder wolltest du jetzt noch irgendwas dazu sagen? Nee, nicht in Ordnung. Geil, wir gehen jetzt mit dem Schiff in die Luft, du. Diese Gesten finde ich von dir nicht in Ordnung. Ja, ich weiß. Muss ich das wieder rauspiepen? Nein. Natürlich. Kannst du auch einfach als Körpergeräusch untermauern. Von dir natürlich. Deine Körpergeräusche, Wikina. Nein, von dir, Mann. Der will denn behaupten, der kann niemand beweisen, dass das nicht von dir ist. Alles von dir. Nein. Natürlich. Nein. Wenn's von mir ist, hört man's. Ja, das war von mir.
dir sind irgendwelche Geräusche immer. Na und, das zeigt nur, dass ich lebe. Ach so, ich sollte vielleicht mal die Bombe abwerfen. Du lebst nicht, du vegetierst vor dir hin. Nehmt das, ihr Billstrottel! Billstrottel. Toll, die hätte uns ja mitnehmen können zur Wachkuppe. Jetzt muss ich wieder auf Sunny warten, die das Projekt unnötig in die Länge zieht. Ich habe gerade nicht gecheckt, dass ich hier Bomben abwerfen muss. Du checkst sonst auch nicht. Jetzt kommst du. Nanu. Ich werde gemacht. Seht, die ziehen sich zurück. Sequenz. Wir haben es wirklich geschafft. Mir ist auch reingeredet. Aber sie können wiederkommen. Und wehe, wenn sie diese Waffen gegen Boralus einsetzen. Ich wusste ja nicht und so und überhaupt. Naja. Ich bin heute. Ich werde dem Leutnant erzählen, was passiert ist. Trefft mich auf der Wachkuppe, wenn ihr hier fertig seid. Ist immer verwirrt. Du bist noch nicht. Heul doch leise, Mensch. Ja, guck mal, was unten links im Chat steht. Ja, und? Was da steht, lese ich ja nicht. Ich höre ja nur, was du sagst. Oder so. Ihr spielt der weltkleinste Geige für Sunny. Nur nach dem Motto, heul doch rum. Eigentlich heißt es ja die weltkleinste Geige, oder? Der weltkleinste Geige. Ja gut, ja doch. Ja, könnte so durchgehen. Badum. Wie gesagt, bin heute ein bisschen so... Ist ja nicht nur heute so. Das ist ja jeden einzelnen Tag so. Nein, sonst ist das nicht so schlimm. Nicht so schlimm, nö, aber trotzdem bist du so. Ja, und? Aber nicht so schlimm wie heute. Wir können die zeigen. Moin, moin. Wieder gutes Zeug hier. Moin, moin. So. Tempo, Tempo, Meisterschaft, Meisterschaft, Crit. Ja, jetzt. Oh, nice. Das Grüne wurde auf Epic aufgerundet. Epic. Und kriegst du es auch. Cool, Tiras. Epic. Grüße. Back. Falsches. Nee, passt schon. Okay. Level up. GZ, level up. So, wie viel Vorsprung habe ich jetzt? Ich habe Lebt jetzt wohl. Ungefähr 7% Vorsprung. Die Lordadmiralin muss gewarnt werden. PS, ich kann meinen Erfahrungsbalken wiedersehen. Ich habe 3%. Mhm. Also hast du 10? Ich habe 7%. Dann hast du 4% Vorsprung. Ich kann meinen Erfahrungsbalken wiedersehen. So, und hier haben wir die Dungeon Quest, die erste. Die reagiert nicht drauf. Was? Was? Hä? Wie? Hä? Halte da draußen die Ich Augen habe auf. Meinen Erfahrungsbalken wieder. Ach so. Stimmt, jetzt wo du es so erwähnst. Wie kommt das? Ich habe durch Zufall eine Einstellung gefunden, dass mir das angezeigt wird. Was für eine Überraschung. Wieso wundert mich das nicht? Ja, aber das wird halt nicht angezeigt. Früher war es ja so bei Bartender, dass da stand Erfahrungsleiste, weißt du? Steht ja nicht da. Jetzt steht da Status Tracking Bar. Da hast du einmal für dein Amulett die Leiste, wann es das nächste Level ab ist und halt dein eigenes Spielerlevel. Tschüssi. Bin ich nicht in Ordnung. Tschüssi. Da haut die schon vorher ab. Ich verstehe das nicht. Warum würde Lady Aschenbeck wir haben eine ganze Menge Quests um Delins Tor anzugreifen. Oh, nur ein paar. Wollte sie nur ihre neuen Waffen testen? Oder steckt mehr dahinter? Gibt ein cooles Easter Egg, was ich gerne zeigen würde. Denn ich habe das aber auch erst vor kurzem erfahren. Moment, was geht da unten? Da werden wir jetzt auch noch hinkommen. Das heißt nichts Gutes. Der Quest. Deswegen hoffe ich, dass ich mir das bis dahin merken kann. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich habe immer von Abenteuern geträumt. Brecht mit 4 Prachtmeerwaffen am Platz der Einheit. Yay. Gibt es was zu berichten? Ich gehe mal weiter. Oder zählt es für uns beide? Nein, natürlich nicht. Jetzt zählt es wieder nicht. Zieht was auf. Allzeit loyal. Immer diese Veräpplung.
Ich habe meine vier. Das Beste stehen zu Diensten. Ahoi! Ankerlichten! Gibt es was zu berichten? Na gut, die werden endlich mir nicht angezeigt. Passiert mal was. Also doch, mir schon, aber deine werden mir nicht angezeigt. Erzählt Catrian Prachtmeer von Lady Aschenwinds Verrat. Jetzt wird's interessant. Jetzt geht die Story hier erstmal richtig los. Schön. Dann gibt's gleich eine Sequenz, nehme ich an? Ja. Die Gerüchte sind wahr. Dälins Tor ist gefallen. Eine Piratenflotte hat das Tor mit überwältigender Feuerkraft durchschlagen. Piraten? Die Prachtmeers können uns nicht mal mehr vor Piraten beschützen! Ihr erdreistet euch! Catherine Prachtmeer hat ihr Leben dem Wohl von Kul Tiras gewidmet. Aber es war nicht genug. Meine treue Freundin Priscilla und ich haben uns beraten. Ich denke, es ist das Beste für Kul Tiras, wenn ich als Lord Admiralin abdanke. Ich werde diese Bürde auf mich nehmen und hoffe, mich als würdige Nachfolgerin zu erweisen. Lady Aschenwind war mein Fels von jenen finsteren Tagen an, als wir beide unsere Gemahle verloren. Jetzt wird sie dem Königreich ein Fels sein. Von nun an ist sie... eine Lügnerin! Das war also von Anfang an euer Plan. Abscheulich. Was wollt ihr damit sagen, Mädchen? Lady Priscilla Aschenwind, ihr steht unter Arrest wegen Schwarzhandels, Verschwörung mit Piraten und Hochverrat gegen die Admiralität von Kul Tiras. Und wir haben Beweise. Euer Unternehmen hat die Waffen entwickelt, die Dälins Tor zerstört haben. Hiermit. Es wird Azerit genannt. Und die Allianz führt mit der Horde bereits einen Krieg darum. Ihr habt die Piratenflotte angeheuert, bis an die Zähne bewaffnet und auf eure eigenen Landsleute gehetzt. Und ich hätte fast... Priscilla, wie konntet ihr euer Königreich betrügen? Mich betrügen? Ihr seid zu schwach für den Thron, Catherine. Eure Familie war immer zu schwach. Das Erbe eurer Familie von Prachtmeerversagern stirbt mit euch! So machen wir das in Boranos. Boom, Baby. Oha. Ja. Lebt die noch? Wer? Catherine? Ja, ja, die ist noch am Leben. Sind wir jetzt wieder in der eigenen Farbe? Nee. Hier, hier ist Catherine. Ich tue die mal mit dem Totenkopf markieren. Aha. Siehst du? Mhm. Gut. Wenn du sagst, die existiert bei den Kindern. Wiss man ja nie. So, wir müssen jetzt aber sechs Aschenwind. Lebt wohl. Piraten, nee, Kämpfer töten. Wir schaffen das. Vier rauchende Ladungen am Platz der Einheit. Jojo. Ich mach die Kämpfer. Besser ist das. Ja, geht am schnellsten, denke ich mir mal. Da drüben ist noch. So machen wir das in Boranos. Was war das? Quest. Achso, das sind die. Alles klar. Gerade sagen, was war denn das jetzt? Aber komisch. Diese Stadt gehört Lady Aschenwind. Diese Stadt gehört Lady Aschenwind. Tada! Tada! Quest abgeschlossen. Priscilla reitet uns davon. Schnappt euch eins der Rösser und verfolgt sie. Besteigt ein Prachtmeer Streitross und verfolgt Priscilla Aschenwind. Okay. Auf geht's! Beim eins der schönen Pferdchen. Eure kleine Einlage bringt gar nichts. Die Stadt gehört mir! Niemals! Scheiße, ich bin nicht gesprungen. Ich bin gesprungen, aber es wollte nicht. Nein, es ist auch ausgegraut. Ich kann es nur machen, wenn sie das... jetzt geklappt. Gut, eigentlich brauchst du bloß immer 1111 drücken, sobald irgendwas kommt. Aus dem Weg, ihr ich weiß noch, wo meins ich das ist ausgegraut, das reagiert gar nicht andauernd.
Ja, deswegen immer kurz davor drücken. Kohlköpfe! Wenn was kommt. Weil ich kann mich erinnern, dass bei meinem Schaman nicht so war. Ich konnte es immer anklicken. Deswegen. Ganz komisch. Ich sehe meine schon gar nicht mehr. Jetzt ist sie zu sehen. Es ist vorbei. Ihr sitzt in der Falle. Vor lauter Göre. Das ist noch lange nicht vorbei. Wartet. Nein. Das ist auch ungefähr. Ihr drei. Schickt einen Suchtrupp darunter und findet sie. Champion, wir müssen zu Catherine zurück. Okay. Auf geht's. Zu Catherine. Ganz gemütlich. So. Oh. Ich habe immer von Abenteuern geträumt. Genau. Die Pflicht ruft. Ihr da. Auf ein Wort. Ich habe keine Zeit für Plauschereien. Auf ein Wort. Da kriegen. Nice, da habe ich ja wenigstens meine komplette Ausrüstung jetzt. Wenn ich die Brust noch bekomme. Ich muss mir das nochmal genauer anschauen gleich. Ich habe hier Schultern. Jetzt habe ich den Kopf. Warte mal, Freibeuter-Tunika. Mann, das sind alles wieder verschiedene, ne? Ne, Freibeuter-Kapuze. Schultern des Champions. Wieso hast du hast das wahrscheinlich irgendwie richtig gesammelt, ne? Ich habe nämlich erst, glaube ich... Ich habe mit den Schultern angefangen, dann Kopf und jetzt Brust. Ja, ich wohl nicht. Ich habe hier alles durcheinander. Meldet euch bei Gen Graumähne im Hafen von Morales. Bist du bereit? Nein, Moment. Nicht. Wieso? Ich bin verwirrt. Freibeuter-Kapuze habe ich... Warte mal. Die Freibeuter-Kapuze habe ich an und kriegen tun wir Freibeuter-Gurgel. Das heißt fast gleich. Ja, und? Also ich habe nichts von Freibeutern. Doch, Freibeuter-Handschuhe. Ach, eigentlich ist es doch scheißegal, was ich nehme. Verstehe dein Problem jetzt nicht. Dass ich verwirrt bin. Ob Sturm oder Schnee, wir bleiben frei wie die See. Gut. Das ist nichts Neues. Das wissen wir alle. Vielleicht sollten wir euch zurück zur Burg bringen. Wir können die Beweise gegen Haus Aschenbrück dort durchgehen. Hast du jetzt auch Prachtmeers Parley? Wie war gleich euer Name? Jo, Parley. Herrin. Ja, aber wir können uns auf dem Weg dorthin machen, per Flugmount. Unser junger Gast von jenseits des Meeres. Zeit ist nämlich auch schon wieder rum. Ist das schon so lange her? Ja, müssen wir leider die Quest in der nächsten Folge abgeben. Da vorne. Warum tue ich immer aufs Mount aufmounten? Wo müssen wir dazu denn her? Prachtmeers. Ach da, okay. Ja, wir müssen zu Gen Graumähne. Das heißt zum Handelsdistrikt. Befehle. Und Abflug. Master so, und dann würde ich sagen, auf dem Weg dann machen wir hier Schluss. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dann, wünsche mal noch viel Spaß. Haut rein. Ciao. Tschüss.